Hallo, ich bin Daniel Wunderer und der pädagogische Leiter von der Villa Forde. So, kannst du ganz kurz erzählen, was so euer Alleinstellungsmerkmal ist und was euer Haus besonders? Ja, also einmal besonders, wenn du dich doch nochmal umdrehst, ist die Havel, an der wir direkt liegen. Ansonsten sind wir eine Heimbildungsstätte. Das ist eine von vier Heimbildungsstätten im Land Brandenburg. Wir versuchen vor allem nachhaltige Bildung zu machen und das zwar einerseits als Bildung, aber auch Nachhaltigkeit zu leben. Das siehst du, wenn du dich auf dem Gelände umschaust, aus dem Kastanienbaum, den wir da sehen, wird der Kräutertee gemacht, den es dann im Seminarraum gibt. In dem Lehmofen, an dem Lehmofen kannst du gemütlich sitzen. Das ist sozusagen das, was, wie du es erleben kannst. Und dann sind die Bildungsformate eben zum Thema Nachhaltigkeit, Ressource, Wasser, Lichtverschmutzung jetzt ganz neu. Und das Entscheidende für uns ist, dass das irgendwie zusammenhängt. Also du kannst nicht über Nachhaltigkeit reden und einen nicht nachhaltigen Kaffee dabei trinken, glaube ich. Und dann kannst du hier einfach einen Bildungsurlaub machen von Englisch mit Yoga über die Lehmbauwoche bis zum Kräuterseminar, bis zur Woche politische Bildung gemeinsam mit der Euthanasie-Gedenkstätte in Brandenburg. Die Corona-Krise war auch für die Bildungsstätten und die Träger der politischen Bildung eine Riesenherausforderung. Wie ist es euch ergangen? Ja, also wenn man sich umschaut, wir haben 30 Betten, also die sieht man jetzt nicht, aber Zimmer damit. Und für uns ist natürlich das Hauptding, Menschen zusammenzubringen, die sich hier begegnen und gemeinsam eine Bildungserfahrung haben. Und das ist natürlich ehrlich gesagt genau das Blödste, was man machen kann, wenn Corona-Krise ist und es um Abstand geht. Das heißt, seit einem guten Jahr findet hier alles nur auf Sparflamme, beziehungsweise die letzten Monate gar nicht statt, was an Begegnung vor Ort ist. Und dann muss eine Bildungsstätte sich ins Digitale übersetzen, die eigentlich davon lebt, dass die Leute hier an einem Lagerfeuerplatz am Abend miteinander sitzen. Und das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung. Und zwar mehr, wie machen wir ein Bildungsformat, das trotzdem Sinn macht, das trotzdem Spaß macht, als dass es nur um die Frage geht, ob man finanziell das überlebt. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, das werden wir schaffen. Aber wir wollen ja Bildungsarbeit mit Leuten machen. Du hast kurz schon erwähnt, dass ihr Bildungsarbeit online jetzt macht. Kannst du da mal ein paar Formate als Beispiel erzählen? Genau, wir haben eigentlich sehr bald damit angefangen, im April letzten Jahres schon, dass es jeden Dienstagabend ein Format gab. Und da sehr geguckt, dass wir haben es Online-Vorbeischau-Format genannt. Du musst dich nicht anmelden, du klickst einfach und jede Woche ist ein anderes Thema. Mal war es ein Geschichtenerzähler, der aus Brandenburger Legenden erzählt hat. Mal ging es um einen Dokumentarfilm, den wir angeguckt haben gemeinsam und danach diskutiert haben. Oder der Zero-Waste-Workshop mit Sachen, die man zu Hause hatte. Das ging fast das ganze Jahr mit einer Pause im letzten Sommer, als andere Sachen möglich waren. Und dann gibt es ab und zu sozusagen richtige Seminare, wie wir das dann verstehen, 3 Tage, 5 Tage, die ganz online sind. Und seit gestern endlich wieder ein Seminar, wo man da hinten 2 der 5 Teilnehmer sieht. In Brandenburg dürfen nämlich 5 Teilnehmer sein, die vor Ort sein dürfen und der Rest ist digital dabei. Das ist jetzt gerade die Variante, ehrlich gesagt eher eine Krücke, bis es möglicherweise wieder richtig losgeht. Was wünschst du dir für den Rest des Jahres oder was sind deine Hoffnungen? Ich wünsche mir, dass wir wieder verstehen, was die wahre Krise ist, über die wir reden, dass wir über die Klimakrise reden, dass wir nicht so viel Zeit damit verschwenden, über QuerdenkerInnen zu reden. Das ist so ein bisschen Waste of Time. Und dass wir gemeinsam aus der Krise lernen, dass wenn wir nichts anpacken, sich weiterhin die Lobbyinteressen durchsetzen. Jetzt haben 14 Monate die junge Generation gelitten und wir haben alles gemacht, dass die Krise für die ältere Generation möglichst erträglich ist. Genau dasselbe passiert uns in der Klimakrise auch. Und jetzt haben wir einmal das vorgeführt gekriegt, was passiert, wenn wir nicht gut genug Lobbyarbeit machen. Das sollten wir daraus lernen. Okay, vielen Dank. Bitte.